wie gesagt, die liegt je nach Turbine so alle den Rotor verbunden ist. Laufen also gleichzeitig los, das sieht man, wie bei den originalgetreuen Anlagen und Schrauern auch. Das ist ein Betankungsrohr. Das heißt also, die MH53 ist in der Lage, im Original sich an ein Tankflugzeug anzukoppeln und dann von dort eben wieder alles da oben aufzunehmen. Und zwar, wie viel Uhr haben wir jetzt? Mal schauen. Jetzt haben wir gleich 12. Jetzt macht der Mittagspause gleich um 12 Uhr. Aber ab 13 Uhr, der Jürgen Zinn hier vom Verein, der haben wir
überreden können, für unsere Zuschauer heute, für Sie, liebe Zuschauer, Schulungs- und Schnupperflüge anzubieten in Sachen Modellhelikopter. Also wenn Sie heute mal einen Modellhelikopter eigenhändig steuern möchten, mal schauen, ob das wirklich so einfach ist, wie es aussieht, sind Sie herzlich eingeladen, das kostenlos zu tun. Und zwar hier hinten, der Kuchen ist wirklich...